Ebenfalls ihren zweiten Weltcupsieg der Karriere realisierte beim Abfahrtsrennen der Frauen im italienischen Cortina d'Ampezzo Isolde Cosne. Die Italienerin schlug dabei die Amerikanerin Peekaboo Street, die das Rennen am Vortag gewonnen hatte, mit einem Vorsprung von 1900stel Sekunden. Dritte wurde die Österreicherin Renate Götschl vor der erneut überraschend starken Schwedin Daniela Wiberg auf Rang 4. Beste Schweizerin war Heidi Zurbriggen, die nach ihrem gestrigen Ausscheiden mit 1,5 Sekunden Rückstand auf die Siegerin den 8. Platz belegte. Nicht bei den Besten war Katja Seitzinger, die das Rennen als 18. beendete.